Willkommen zum zweiten Tag mit JK's True Draco Deck. Wir spielen gegen... Duelist. Okay. Das ist ein Blatt. Er ist qualifiziert als solches, ja. Ja, wir tributen einen her und setzen Skill Drain. Die Frage ist, welchen holen wir? Wahrscheinlich Ignis? Warte, das ist doch Apocalypse da unten. Ja. Ja, dann tributen wir gar keinen her, sondern machen dann die Apocalypse, wenn es korrekt ist, für den zusätzlichen Interrupt. Und was schießen wir mit der Apocalypse kaputt? Das Monster, was er dann beschwört. Achso, du meinst für die Quick-Effekt sammeln, nicht den anderen Effekt. Ja. Ja, okay, sehe ich, ja. Ich würde erstmal gerne wissen, womit wir es zu tun haben. Ja. Das stand nicht auf der Liste der Dinge, die ich erwartet hatte. Nein. Aber das stört potenziell. Ja, gut. Wenn wir mal von der Arbeitshypothese ausgehen, dass wir gegen Flu spielen, werden wir einfach seine erste Summons. Oder Kasch. Oder Kasch. Werden wir einfach. Worauf jetzt reagierst du? Skilltrain umdrehen. Wir drehen jetzt dann einfach eine Skilldrain um, wenn der suchen wollen. Sobald der suchen wollen würde. Ja. Nämlich genau jetzt. Ja. Und dann tributen wir halt nicht her, weil landet eh nicht im Friedhof. Ja. Außer wir müssen es tun, weil wir sonst sterben. Ja. Im Gegensatz zu Flu kann Kasch immerhin noch Damage aufs Board hauen. Wenn er keine Monster-Effekte hat. Das Birth? Das ist sowas von Birth, ja. Das nicht gut. Ja, hat er. Mhm. 4-9 hat er schon mal. Das hat keinen Effekt. Moment, was war denn jetzt der Plan? Ich weiß nicht, aber er hat. Okay. Ah! Oh! Ja, not bad. Warte. Wir könnten jetzt in Respawns die Apocalypse umdrehen und über die Skilldrain drüber tributen. Das wäre, glaube ich, clever. Ich glaube, das machen wir. Dann tributen wir aber Ignis her. Ja. Ja, das war nicht blöd, der Move. Der war nicht blöd. Jetzt braucht er halt noch einen schönen Batzen Extender, dass es da weitergeht im Text. Ja. Ja, Chain natürlich. Ja, wir würden gerne suchen. Okay, wir würden wohl gerne nicht suchen. Ich hab noch ganz kurz überlegt, ob ich was zu Gamma sage und dachte mir dann, ich verkneif's mir lieber, weil, ne, man will's ja nicht jinxen und so. Ja. Ah, natürlich hat der ja Gamma. Das Problem ist, wir mussten es halt machen, weil wenn wir erst. Also, wir mussten halt an dem Punkt schon was machen. Ja, weil sobald der Fenrir liegt, können wir's ja auch nicht mehr machen. Ja, dann sind wir mal tot. Höchstwahrscheinlich, ja. Ich meine, ja, was das für. Achso, warte, das ist. Ist das Liefel? 2,5 sind 5000, sind 7,4. Und wir hatten 1000 für Skillring gezahlt. Ja, das ist Liefel. Solide. Das kommt vor. Ja, das mit dem Draco-Sack, die Skillring, das war clever. Muss man acknowledgen. Ja, und dann Dimshifter und Gamma und Birth Hardraw, alles Hardraw zu haben, war auch clever. Das war ein gutes Play. Ja. Das ist einfach so alles zu ziehen. Dann machen wir mal weiter. Also. Ja, also wir spielen gegen Kasch. Ich denke, der eine Anti-Spell ist ein Play. Evenly muss natürlich raus. Ja, weil wir anfangen. Und ich denke fast. Wäre das ein Gosen-Match, dann wäre das eine Idee. Aber Gosen-Match killt uns genauso, deswegen ist es nicht drin. Ich glaube fast, das sind die zwei Cosmics, um einfach seine Burfs über den Haufen zu ballern. Ja, weil ich meine, was wollen wir mit dem Rest? Only B1 macht nix? Nee. Ich glaube, weder Only B1 noch Rivalry macht wirklich was gegen ihn. Nee, und beides kann auch rumspielen. Na.
Rivalry tut noch eher was. Ja, Rivalry tut eher was, das ist richtig, aber... Aber dürfen wir dürfen unter Rivalry spielen. Ja, wir haben nur Würmmonster. Tun wir Rivalry statt den Cosmics rein? Ich weiß leider die Typen von denen nicht alle auswendig. Ich auch nicht. Aber ich meine, die hatten verschiedene Typen. Vorsichtshalber nicht. Ich weiß, dass sie verschiedene Eigenschaften haben. Bei Typen bin ich mir nicht sicher. Ja, Eigenschaften, ich glaube aber auch Typen. Ich glaube, die meisten sind Maschinen. Und Dracosex ist leider auch eine Maschine. Ein paar sind auch Psis, aber nicht alle. Ich weiß nicht, welche von denen Psis und welche Maschinen sind. Das ist eine Hand. Ja. Ich würde sagen, wir gehen erstmal in den Desires gucken. Jo. Immer die Return. Ja, aber sonst ist okay. Sonst ist okay, ja. Dann guck mal den nächsten Pod. Ja. Field Spell? Oh, da war ein Field Spell. Oh. Allerdings hat auch ein Monarchs erupt. Field Spell. Oder? Wir haben halt Heritage. Mit dem Field Spell kann man in dem Zug dann zwei Karten ziehen. Ja, ich glaube, das ist Field Spell, oder? Ist schwierig. Ist beides gut. Monarchs Erupt ist halt Skill Drain. Monarchs Erupt verliert halt gegen den MST. Ja. Lass Field Spell nehmen. Okay, dann schießt Field Spell die Apocalypse kaputt. Dann tributen wir Majesty's Maiden über Disciples und dann ziehen wir zwei Karten. Wir aktivieren jetzt erstmal Field Spell, ja. Genau. So, müssen die Karten auf dem Feld kaputt gehen? Ja. Okay, dann setzen wir natürlich erst. So, und nächste Disciples. Ja, passt. So, nicht aktivieren. Wir aktivieren dich. Wir tributen. So, wir aktivieren dich nicht. Und wir ziehen mal zwei. Das funktioniert. Wir tributen jetzt auf den hier und ziehen's. Und ziehen nochmal eine. Ja. So, und bitte wieder nicht aktivieren. Ja, wir haben Cosmic, ist angekommen. Holen wir den auch gleich noch? Ich glaube schon, oder? Weil ich meine, dann haben wir Apocalypse. Müssen wir. Ja. Wir spielen gegen Tasche, wir können es nicht leisten, wenig zu eröffnen. So, also auf dem Papier war das ja gerade volles Brett. Mal gucken, wie weit wir damit kommen. Ja. Wir könnten noch das Deck ausdünnen, oder? Warte, wir haben mal einen Field Spell, nevermind. Wir könnten ihn trotzdem runtersetzen. Ja, ja, runtersetzen auf jeden Fall. Einfach nur aus Prinzip. Jo. Go. Ich weiß noch nicht woran, aber wir werden gleich an irgendwas sterben. Natürlich werden wir das. Wir spielen Kudrako gegen Kash, die Raut haben nicht mal eine Skill Drain. Es könnte das sich ein Cosmic fangen. Erstmal. Die Frage ist, ob wir jetzt erstmal was anketten. Ich glaube, wir ketten mal die Maiden an. Ja, weil die sind am verzichtbarsten. Ja. Und testen auf die Art mal Richtung Gamma. Ne, nicht mal gezuckt. So, trotzdem die Frage, ob wir den Fieldspiel auf dem Feld lassen oder kaputt machen. Nein, oder? Wir haben gesagt, wir schießen auf Birth. Oder? Der kann auch was kaputt machen. Der kann auch was kaputt machen, das ist halt die Sache. Ja, dann muss der sterben. Das und sobald die beiden getriggert haben, liegt ja... Ja, okay. Meinetwegen. Draw two cards. Ja, okay. Dann hätten wir jetzt Ignis da an, würde ich sagen.
Das gibt sich nicht. Viele müssen eh beide aktivieren, damit was passiert. Nämlich und zwar sobald, so, du aufs Feld bitte. Mhm. Weil, wenn er jetzt Birth aktiviert, können wir den hier anketten. Apocalypse aus dem Deck holen, Apocalypse aktivieren, Heritage kaputt schießen, Birth stirbt. Sobald er ein Monster hat, ja. Hatte. Ich glaube, man darf Apocalypse nicht machen, wenn der Gegner keine Monster hat. Aber er hatte wohl nicht genug. Ja. Gut. Okay, wir gehen Second. Jetzt wollen wir die Evenlies wieder haben. Und die Lightning Storms sehen eigentlich ja auch ganz gut aus. Skillrings muss natürlich trotzdem drinbleiben. Der Duster, die Duster wollen wir noch haben und die beiden Erupts wollen wir haben. Nicht Erupt. Stormforce. Storm. Die Karte, deren Name absolut keinen Sinn ergibt, egal wie man es dreht und wendet. Dann würde ich sagen, fliegen mal die drei schlechten Skill Drains raus, nämlich die drei Tribute Summon Skill Drain. Und. Ein Boy. Ein Majesty Maiden oder so. Oder einigen. Naja, doch ein Majesty Maiden. Ja, Majesty Maiden. Wollen wir den dritten Cosmic Sack drin haben oder reichen uns zwei? Ich glaube, zwei reichen. Wir ziehen ja ein Metric Factor an Karten. Dann schauen wir mal, wo das endet. Der hat uns first gehen lassen, oder? Nein. Was? Wer zuerst. Das ist in. Okay. Das ist in Yu-Gi-Oh! Das ist nun Yu-Gi-Oh! Pro, so dass der jetzt. Dass der anfängt, der die Karte, die Hand zuerst zieht. Okay. Full Combo plus Shifter. Geil. Jo. Sehr schön. Ja, wir haben immerhin Stormforth. Das Coole ist jetzt, er kann uns keine Karten aus dem Extra-Deck rausballern. Weil wir keins haben. Das heißt, er kann uns auch nicht so viele Zonen blocken. Also selbst wenn er komplett alles hat, kann er keinen Full-Zone-Lock legen, weil wir kein Extra-Deck haben. Mhm. Ja. Immer ein kleiner Lichtblick. Ja. Mal gucken, wir wissen noch nicht, ob er Full Combo hat, ne? Bis jetzt hat er ja nur. Der hat Full Combo. Treasure Planet. Das heißt, das ist. Der hat Full Combo. Das ist hier erstmal nur. Das ist erstmal nur 3 zu. Also nicht 3 Zonenlock, weil wir ja wie gesagt kein Extra-Deck haben, aber technisch gesehen wäre das hier bis jetzt nur ein 3 Zonenlock. Ja, aber sind wir realistisch, ist der Gegner, er hat Full Combo. Wär's fast lieber, wenn er Full Combo hätte, weil dann er hat er nicht so viele Non-Engine-Karten, die uns nerven. Das ist tatsächlich ein Argument. Also wir haben eigentlich schon eine ziemlich gute Hand zum Second gehen, so ist ja nicht. Ja, das beschreitet keiner. Wir haben Stormforth und wir haben zwei Cosmic Sirens. Aber nichts Gutes drin außer Ash. Da waren nur doppelte Kopien von Karten, die er eh schon hat. Das Einzige, was... Oh nein, er hat gerade... Stoppt, er hat gerade noch nicht... Stand jetzt hat er noch nicht Full Combo, weil er hat nicht Birth. Er hat sich ja Theosis gesucht. Oh, stimmt. Also Birth muss er schon noch... Du musst irgendeins der anderen Sachen Harddraw haben. Für volles Brett. Aber ich glaube, das wird ein Arise Hard Pass und den besiegen wir mit Stormforth. Außer er hat Lanze. Dann haben wir ein Problem. Das wird ein Arise Hard Pass. Sonst hätte er jetzt erstmal Shangri-Ira gebaut. Ja, da. Wurscht. Ja. Field Spell stört ein bisschen, aber mein Gott, dann haben wir den halt nicht. Die meisten ziehen wäre auch cool gewesen mit dem Blatt. Ja. Okay, da ist der Shangri-Ira und da ist der Pass. Okay. Strawface Cosmic auf die Verdeckte. Ja. Ja, was? Gut. Dann. Strawface Cosmic auf den Fieldspell, bevor da irgendwas Blödes passiert. Ja, den würden wir eh in der Endphase killen. Wir können ihn gerade so gut jetzt killen. Ich überlege gerade, was das Play ist. Wie viel Death hat der Boyo, der Fenrir? 2-4, also auch ohne Fieldspell zu viel. Wenn wir unseren Fieldspell hätten, dann würde man den loswerden. Wir müssen ihn erstmal in die Standby-Phase gehen lassen. Das heißt, er kriegt seinen Loot aus dem Deck, das können wir nicht verhindern. Ja. Ja, das ist richtig, das können wir nicht verhindern.
Ja. Ich meine, Shangri-La werden wir los, danach geht's halt nicht weiter. Wäre das der andere? Wäre das Dynamite? Dann ging was. Aber ist halt nett. Das ist doof, wie wir es machen. Der. Ja, also. Also wir können jetzt mal den Fieldsberg kaputt hauen. Ja. Dann können wir Stormforth machen und Shangri-La wegtributen, aber das bringt uns nichts. Wäre das die Dynamite, dann ginge was. Aber ist es halt nett. Ja, es ist. Ja. Ja, Dynamite wäre schon deutlich cooler, weil der hätte auch genug Attacke, um den Fenrir drüber zu latschen. Nö, der hat auch 2-4. Nein, Dynamite hat 2-5. Sicher? Ja, Dynamite hat 2-5. Ja, aber der hier halt nicht. Also, pass. Ja. Pass und beten. Ich wüsste gern, wie der sich die Hand zugebrickt haben will, dass der uns jetzt nicht killt. Mit den beiden auf dem Board. Also eigentlich dürfen wir das nicht überleben. Nicht, wenn der halbwegs weiß, was er macht. Ja? Yeah. Ja. Jo. Ja, komm. Ja, kürz mal ab. Der kann das jetzt nicht gewinnen. Er kann das jetzt nicht gewinnen. So schlecht kann er nicht sein, dass er das jetzt nicht gewinnt. Ja. Mal gucken, ob wir das noch irgendwie verbessern können. Mhm. So, da sind wir. Wir haben Dynamite, Ignis, Maiden, Desires, Demise, Upstart, Terraforming, Duality, Heritage, Disciples, Diagram, Evenly, Return, Erupt, Apocalypse, Gildrain und Judgment. Ja, wir haben schon am Montag gesagt, dass das so sieht, wie man das Deck seit 100 Jahren schon baut. Ungefähr so lange ist es auch her, dass dieses Deck mal gut war. Ich meine, dass wir überhaupt ein Game gegen Kashtira gewonnen haben, ist schon interessant. Ohne Skill Drain vor allem. Das Deck kann halt im Endeffekt eine Sache. Skill Drains hinlegen. Und weil es gut grinden kann und 3 Skill Drains mehr ins Deck tun kann als die meisten anderen Decks, kannst du es halt ein bisschen besser als die meisten anderen Decks. Ja, aber an sich, du legst eine Skill Drain hin und betest, dass es reicht. Du spielst Eldritch in schlecht. Und Eldritch ist auch nicht spielbar. Eldritch ist besser als das hier, aber es hat seine Hochzeit auch hinter sich, ja. Manchmal muss man ein Deck einfach sterben lassen, wenn es tot ist. Und dieses Deck hier ist tot. Ich meine, wenn man True Draco spielen will, dann ist das hier der Way to go. Mehr oder weniger. Ja, ja. Du legst ein Viechchen, drehst eine Skill Drain um und hoffst, dass der Gegner nicht Kashtira spielt, weil der einfach größere Stöcke aufs Feld legt, ohne sich dafür anzustrengen. Ja, Eldritch hat wenigstens einen 3-5er Stock. Ja, aber im Prinzip ist es das. Ich weiß, das ist jetzt nicht besonders satisfying, aber mehr können wir nicht sagen. Wenn es einfach rein deckbautechnisch lässt sich hier nicht wirklich was verbessern. Das Thema ist halt schlecht. Ja.
Das Deck ist einfach tot und man muss es sterben lassen. Also das letzte... Ich meine, ich spiele auch seit einer ganzen Weile kein Sky Striker mehr, weil das Thema einfach tot ist, auch wenn es sau cool ist. Es ist einfach tot. Und dann muss man das halt sterben lassen und das ist okay. Na, die Meta verändert sich halt. Also, würde ich dann mal sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass True Draco leider unsalvageable ist. Oder ich würde es mal so machen. Wir reduzieren das Deck mal aufs Wesentliche. So. Dann können wir doch arbeiten. Genau. Das ist halt die einzige Karte im Deck, die was tut. Und ich meine, es ist der ganze Gameplan des Decks, also might as well. So, und was wir dann stattdessen bauen werden, ist Runic Stun. Genauso abgefuckt, aber... Macht was, also. Die ganzen guten alle dreimal. Du warst... Die schlechten einmal, das ist eine von den schlechten. Ich kann mir nicht merken, welches Bild zu welchem Effekt gehört. Du warst noch gut. Du warst ja. Gut. Du warst. Die ist auch gut. Eine von den guten. So. Dann ein Smiting Storm und ein Golden Droplet. So, viel ist schon drin. Dich brauchen wir nicht. Euch brauchen wir noch. Ja, schauen wir dann gleich nochmal wegen extra. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall wieder die 3 Duality und 2 Desires, weil warum nicht? Ja. Und die Demise, weil warum nicht? So, Desires, Seer. Ja, klar. Dann, wir kriegen ja unsere Only One und die. Würde ich die Only One und die Rivalries Main spielen? Dann eine lustige Karte, die man in dem Haufen spielen kann, ist Messenger of Peace. Jetzt werden wir mal ganz alten Modus hier. Ja, aber wir wollen ja nicht angreifen. Ja, ich meine. Und Dingens hier, Majesty's Fiend. Geht auch noch. Geht auch, aber ich würde einfach fast noch Spear Modes spielen zum Board brechen. Dann ist viermal oder Lava-Golem. Ich glaube eher Lava-Golem. Der Gegner haut gerne mal nur zwei nee. Viecher hin, oder? Was sehen wir realistisch? Kashtira, solange die nicht machen, entweder Arise Hard Pass, in dem Fall bringt weder Lava-Golem noch Sphere-Mode was, oder Shangri-Ira Pass, in dem Fall geht's Sphere-Mode, weil er dann in unserem Zug ja die dritte Karte holt. Ich möchte freundlich darauf hinweisen, dass wir nach Duality kein Lava-Golem mehr bauen können. Sphere-Mode sehr wohl noch. Hat das eine Normalbeschwörung? Sphere-Mode ist eine Normalbeschwörung. Okay, dann nevermind. Okay. Jetzt haben wir drin, was wir drin haben wollen. Kürzen wir es auf 40 oder sagen wir, wir bleiben bei 42? Ich glaube, das ist okay, weil wir Duality und Desires haben, um Blödsinn zu finden. Okay, andere Frage. Wollen wir wirklich Desires haben und lieber eher die Extravaganz? Weil eigentlich wollen wir unsere Main-Deck-Karten schon alle haben. Naja, wir kriegen sie ja zurück. Vielleicht braucht man Desires nicht. Ja, okay. Dann tun wir Desires raus und spielen einfach Clean 40. Ja. So. Dann würde ich mehr Runic ins Extra-Deck tun, weil warum nicht? Wir bauen nichts anderes. Also 3 und Freaky gibt's auch noch. Ja komm, warum nicht? Was dazu eigentlich? Den gibt's noch nicht. Ja, aber irgendwann gibt's den. Aber ich will wissen, was der kann. Das Ding ist ziemlich gut. Oh ja, der ist gut. Der ist gut, ja. Der ist nicht schlecht. Okay, dann einfach jetzt noch ein paar Link-Monster, um ein paar blöde Stunts zu stoppen. Lingoribo, falls der Gegner meint, ja. Deppli hinlegen zu müssen. Genau, sowas.
Gibt es noch was anderes außer den Goribos, was man haben will? Zwei Lingurimo natürlich, ne? Ja, aber dann haben wir immer noch nur 14 Karten. Gravity Controller? Das ist ein Monster, was wir bauen können? Ich meine, might as well. Oder? Der konnte doch irgendwas. Ja, ja, der konnte was. Der kann was durchaus. Der kann durchaus was. Den kann man dann auf den Lingurimo draufsetzen. Oder auf Hugin. Ah ja, der outet was. Ja, genau. Ja, dann packen wir den noch einmal ran. Jo. Okay, Side-Deck. Lava Golem? Mhm. Dass er nicht Plan A ist, dass er Plan B nicht Plan B sein könnte. Evenly Judgment, weil Daw. Ja. So, dann haben wir 15. Ja, ich würde aber den Spell Trap Hate rauslassen, weil wir haben jetzt, wir haben 6 MST Main. Okay, dann dritter Lightning Storm für Monster. Und Dark Ruler? Grave of the Super Ancient Organism. Das wäre auch eine Idee. Dark Ruler wäre theoretisch auch ein Plan. Dann würde ich sogar sagen, eher Dark Ruler als Lightning Storm, oder? Mhm. Ups. Ist halt flexibler. Bringen wir ein Board weg, nachdem wir gelightningstormt haben? Ja. Wir können einzelne Monster schon abräumen. Ich meine, es ist ja nur noch das extra zu Sphere Mode und Lava Golem. Oder doch Lightning Storm? Nee, ich glaube doch lieber Lightning Storm. Okay. Okay, ja, wie gesagt, ist jetzt nicht mehr wirklich True Draco, aber das haben wir jetzt erörtert, warum es nicht mehr True Draco ist, würde ich behaupten. Ja. Sorry, ist einfach so. Wenn du gegen eine Skill Drain hinlegen willst, das ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um das aktuell hinzubekommen. Wahrscheinlich. Und das werden wir am Freitag sicherlich auch sehen. Bis dahin. Ciao. I'm gonna go get some.